Am Wochenende muss alles fertig sein. Aber noch sind die Wiesen eine Baustelle. Der Brauereichef kommt jeden Tag. Paulana baut dieses Jahr ein größeres Festzelt. Eine millionenschwere Investition. Und wo, auf welcher Höhe? So hängen die ungefähr, oder nicht weiter um? Über 8000 Besucher finden hier Platz und sie sollen viel trinken. Es werden im Jahr rund 6,5 Millionen Maß Bier verkauft. Das sind 65.000 Hektoliter, circa eine Maß pro Besucher. Und das teilt sich in verschiedenen Verhältnissen unter den Brauereien auf. Das Geschäft mit dem Bier ist der wichtigste Umsatzbringer der Schörkober-Gruppe. Auch sie werden vom Oktoberfest profitieren, die Hotels des Konzerns. Zurzeit läuft das Hotelgeschäft allerdings nicht so gut. Wegen der Wirtschaftskrise ist der Umsatz im letzten Jahr um 20% eingebrochen. 2010 wird ein besseres Jahr, hofft der Hotelmanager. Sie relativ gut verkaufen, glaube ich, dass wir da einen Weg gefunden haben. Und der nächste Schritt wäre jetzt Hotels wie das Westpark. Die weltweite Konjunkturerholung bringt die Gäste zurück. In der nächsten Auflage einzubinden. Also der internationale Kunde ist langsam wieder zurück. Der Firmenkunde, der Firmenreisende, national und international, ist deutlich mehr wieder unterwegs. Man merkt, dass die Firmen ihre Travel-Restriktionen deutlich gelockert haben. Die Preise sind immer noch sehr unter Druck. Aber man ist einfach häufiger unterwegs. Mit dem Baugeschäft hat alles begonnen. Immobilien haben die Schörkober-Gruppe in den 50er Jahren groß gemacht. Das neueste Projekt liegt im Norden Münchens. 44.000 Quadratmeter Bürofläche. Bisher ist ein Drittel vermietet. Bis Ende nächsten Jahres soll das Haus voll sein. Wegen der Wirtschaftskrise ist das ein ehrgeiziges Ziel. Bereut man die Investition? Die Baukosten liegen immerhin bei 200 Millionen Euro. Wir haben diese Entscheidung ja getroffen im Jahr 2008, noch vor der Wirtschaftskrise. Und wir sind jetzt gerade mit dem ersten Bauteil fertig, zu einer Zeit, wo der Markt wieder anspringt. Ich denke, wir haben die schlechte Phase dazu genutzt zu bauen und sind jetzt inzwischen in einer Situation, sehr hochwertigen Büroraum anbieten zu können in der Phase, wo auch wieder nachgefragt wird. Im Geschäft mit Wohnungen hatte Schörkober mehr Erfolg. Wegen der Krise stiegen die Preise. Zurück zum Bier. Über 5 Millionen Hektoliter produziert die Brauholding jedes Jahr. Damit lassen sich mehr als 1 Milliarde Halbliterflaschen befüllen. In deutschen Geschäften kostet eine Flasche rund 70 Cent. Doch der Heimatmarkt ist schwierig. Die Deutschen trinken weniger Bier. Das wollen die Brauer durch mehr Exporte ausgleichen. Diese Kästen zum Beispiel gehen nach Italien. Dort haben wir ein schönes Biervolumen, das wir dort verkaufen bei unseren Nachbarn in Italien. Ja, Frankreich sind wir noch sehr gut vertreten, aber momentan richtig anziehen tut China und die USA nach wie vor seit vielen, vielen Jahren. Doch noch immer wird das meiste Bier in Deutschland verkauft, unter anderem auf dem Oktoberfest.